So, hi ihr Lieben. Ja, lasst uns mal noch ein Video machen. Und zwar zum Thema: Nicht für jeden ist der High-Carb-Lifestyle geeignet, weil nicht jeder kann Rennrad fahren. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, ganz viel Obst zu kaufen. Ja? Und deswegen ist der High-Carb-Lifestyle leider nicht für jeden geeignet, weil wenn man diese beiden Sachen nicht kann, dann funktioniert der High-Carb-Lifestyle ja nicht so richtig. Und da kriegt man nicht die Ergebnisse, die einem ja einmal versprochen werden mit dem High-Carb-Lifestyle. Und ja, dann ist das alles scheiße und dann macht man nämlich eigentlich gar nichts so und dann beschwert man sich nur. Aha. Also nur weil du kein Rennrad hast, ja. Kannst du keinen High-Carb-Lifestyle machen und nur weil du kein Geld hast, dir Bananen zu kaufen, ja, heißt das nicht, dass du nicht einfach eine stärkebasierte Ernährung machen kannst, ja. Das heißt, ernähr dich nach McDougall, ja, so wie ich das mache in der letzten Zeit, in den letzten 1,5 Jahren oder so schon. Ja, eigentlich schon so. Ja. Ja, jedenfalls funktioniert es genauso gut, weil Obst und Stärke, ob du jetzt deine Kalorien aus Obst oder auf deine Kalorien aus Stärke kommst, das ist letztendlich echt egal, ja. Das verhält sich im Körper genau gleich. Es sind Kohlenhydrate, ja. Leute, es sind einfach nur Kohlenhydrate. Okay? Es ist scheißegal. Du wirst den gleichen Körper haben. Ja, du wirst mit Frucht höchstwahrscheinlich noch dünner werden und noch mehr aufpassen müssen, über die Langzeit gesehen, ob du irgendwie ins Untergewicht kommst. Von daher, ja, ne? Das Thema haben wir dann schon mal abgearbeitet. Stärkebasierte Ernährung ist die günstigste Ernährung, die du auf dieser Welt finden kannst. Es gibt nichts Günstigeres. Haferflocken. Stärkeprodukte wie Nudeln und Reis und also Vollkorngetreidenudeln, ja, und Brot von mir aus auch noch, ja, und Mais und Kartoffeln und Süßkartoffeln und Gemüse und Hülsenfrüchte und ein paar Samen oder ein paar Nüsse, wenn du Lust darauf hast, ja, in Maßen natürlich, wenn du abnehmen möchtest. Das ist das Günstigste, was du kriegen kannst, ja, günstiger geht es nicht. Es geht nicht günstiger, geht es nicht, ja? Gesunde Ernährung geht nicht günstiger. No go. Okay, von daher, das ist schon mal keine Ausrede, um das nicht zu machen, ja? Und die Sache mit dem Rennrad, ich habe kein Rennrad oder ich habe kein Fahrrad oder ja, mein Fahrrad ist kaputt und irgendwie das lohnt sich nicht, das zu reparieren oder so, ja? Oder in letzter Zeit höre ich auch ganz oft die Ausrede: Ja, wenn ich von der Arbeit komme, dann ist es schon dunkel draußen und ich habe Angst, im Dunkeln draußen joggen zu gehen, ja. Und morgens kann ich nicht, weil morgens geht einfach nicht so. Dann muss ich, keine Ahnung, muss ich 2 Stunden früher aufstehen und es geht nicht und das will ich nicht und kann ich ja vollkommen nachvollziehen, dass man morgens nicht eine Stunde vor der Arbeit da irgendwie nochmal joggen will und irgendwie, keine Ahnung, dann erstmal runterkommen muss und sowas, kann ich voll nachvollziehen, ja. Aber das heißt nicht, dass du deswegen jetzt einfach das als Ausrede benutzen kannst, um gar nichts mehr zu machen. Denn du hast so viele Möglichkeiten, dich zu bewegen, ja. Wirklich so unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst einfach zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde oder jeden Tag 15 Minuten, die jeder hat, 15 Minuten lang, ja, die hast du, wenn du dieses YouTube-Video guckst. 15 Minuten. 15 Minuten oder eine halbe Stunde, die hast du, wenn du dieses YouTube-Video siehst, ja, dann hast du Zeit. Und diese Zeit kannst du nutzen, um fit zu werden. Du könntest zum Beispiel einfach deine Lieblingsmusik anschmeißen und tanzen, ja? Räum deine Wohnung frei und tanz einfach. Das ist Bewegung, ja? Mach ein bisschen Yoga dahinterher, okay? Einfach zum Aufdehnen und zum Stärken der Muskeln und es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, ja? Oder mach einen langen Spaziergang, ja? Sag einfach, okay, dreimal in der Woche, viermal in der Woche gehe ich spazieren. Geh mit den Kindern spielen. Geh mit dem Hund vom Nachbarn spielen. Geh mit den Kindern vom Nachbarn spielen, ja? Spiel mit dir selber.
Also im Sinne von draußen, keine Ahnung, schnapp den Ball und kick den vor dir her auf der Wiese oder was auch immer. Oder geh auf, geh Inlineskater fahren oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, ja. Ich habe kein Rennrad und ich kann nicht Fahrrad fahren oder ich kann nicht joggen, weil es abends dunkel ist. Das sind Ausreden, ja. Andere Leute, die wirklich daran nicht nur interessiert, sondern wirklich committed sind, ja, und einfach die Ergebnisse wollen, die sind schon längst auf dem Weg dahin, während du noch rumnörgelst, ja. Das geht so einfach nicht, okay? Du kannst nicht nichts machen und Ergebnisse erwarten und rumnörgeln, weil du die Ergebnisse nicht bekommst, weil du ja so arm dran bist, ja? Das funktioniert so nicht. Du musst deinen Arsch hochbekommen, so wie wir alle unseren Arsch hochbekommen haben, okay? Mach dir irgendeine scheiß Routine. Und wenn du nur ein, wenn du dir ein Trampolin kaufst, ja, so eins von diesen kleinen Zimmer-Trampolin-Dingern, okay? Und du hüpfst da am Tag 20 Minuten drauf rum, weil das voll dein Ding ist, ja, dann ist das gut so und dann wird dich das mit der High-Carb-Ernährung zusammen schlank machen und schlank halten, ja. Und selbst für Leute, die im Rollstuhl sitzen, gibt es die Option, sich ein Handfahrrad zuzulegen, ja. Die sitzen dann im Rollstuhl und paddeln dann mit den Händen, ja. Es gibt genug Leute, die das machen. Ich habe hier regelmäßig jemanden, der von meiner Haustür her fährt, der das macht, ja. Und der ist super fit, der fährt super schnell mit dem Ding. Also, wenn der das kann, dann kannst du das auch, ja. Und ja, alles andere sind einfach nur Ausreden. Kann ich nicht anders sagen, ja. Ich kann sagen, oh, du hast kein Rennrad, das tut mir wohl leid. Letztendlich bringt dich das nicht weiter. Ja, du musst für Lösungen suchen. Und wenn du die Lösung nicht findest, dann wirst du deine Ergebnisse auch nicht bekommen. So einfach ist es. Von daher, fang heute an, irgendwas zu machen. Es ist immer, egal was du machst, ist immer besser, als mit deinem Arsch auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Ja? Okidoki. Aggressives Video, ich hoffe eigentlich nicht. Eigentlich war das eher motivierend gemeint, ja, von wegen, ne? Du schaffst das, du packst das. Wir packen das alle, du packst das auch. Ja, du bist nur ein bisschen im Nachteil, wenn du kein Rennrad hast. Aber dein Ziel sollte trotzdem sein, dir ein Rennrad zu kaufen, weil es ist super geil und es hält dich fit und bringt dich kostenlos überall hin und macht dich schlank und spart Benzin und alles Mögliche. Also es ist nur großartig. Zumindest ein Trekkingbike. Das will ich sehen bei jedem Hikehaber. Okidoki, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, cap the fuck up und mach deinen Tag schön. Tschüss.